Hi und herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir den E93 am Start mit M-Paket, der bereits schon CSR-Schwert montiert hat. Aber neues Jahr, neue Saison und wir haben ein neues Design. Deswegen wird hier einfach das Schwert mal ausgetauscht. Wie ihr sehen könnt, haben wir mal hier das Design viel runder an die Kontur vom Stoßfänger angepasst, haben nicht mehr hier vorne die Abstufung drin. Und wie das Ganze dann ausschaut, seht ihr jetzt im Laufe des Videos und vor allem, wie man das Ganze auch wieder fachgerecht montiert. Hier sehen wir jetzt nochmal schön den Unterschied der beiden Schwerter. Das hintere ist das alte Schwert mit dem alten Design und vorne haben wir das neue, was im Ganzen einfach komplett geschwungener wirkt und an der Stoßstangeform auch sauber entlang abschließt. Zunächst müssen wir das Ganze natürlich auch wieder erst Probe montieren. Prinzipiell empfiehlt sich, solche Arbeiten natürlich zu zweit zu machen. Wenn ihr aber gerade keine helfende Hand da habt, nehmt dann Getriebeheber. So, jetzt haben wir das Ganze hier fixiert. Können es nochmal schön dran setzen und seht, die Passform sieht super aus. Wir haben einen bündigen Abschluss zur Radlaufkante und auch hier die ganzen Übergänge stehen sauber an. Das Ganze fixieren wir jetzt noch zusätzlich mit einem Stück Tape. Und jetzt können wir mit der Montage beginnen. Das Ganze werden wir wieder mit unserer Alu-Spreiznieder montieren. So haben wir den Vorteil, dass man nicht erst irgendwelche Unterbodenverkleidungen demontieren müsse und die Montage ist im Nu erledigt. Wichtig hierbei ist, dass wir die Nieten ziemlich weit vorne anbringen. Hintergrund dessen ist, dass der Fahrtwind das Schwert dann nicht runterdrücken kann und somit flattert es nicht und hat die beste Haltung. Um eine breitere Auflagefläche zu generieren, lege man noch eine Unterlegscheibe, die recht groß ist vom Durchmesser, unter die Niete und arbeiten uns von der Mitte nach außen durch. Die Kappspoilerlippe ist montiert. Ich finde echt gelungen das neue Design. Die Kontur vom Stoßfänger ist schön übernommen, leicht nach vorne gezogen. Und gerade im äußeren Bereich haben wir hier so eine kleine optische Flap-Wirkung, als ob hier nochmal ein separater Ansatz stattfindet. Also hat sich gelohnt der Umbau auf jeden Fall. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch hier auch etwas Unterstützung leisten konnte für die Montage. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hier lasst und natürlich das ganze Video auch schön weiter teilt. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.